Herzlich willkommen. Hallo, moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3 und willkommen zu meinem 300 Abonnenten Spezial. Los geht's, würde ich mal sagen. Nein. Yo, Bro, gib mir dein Geld. Hast du mich nicht verstanden? Warte mal, Tony hat mir gerufen. Hat mich angerufen. Ich könnte Hilfe im Maisonette gebrauchen. Komm während der Öffnungszeiten vorbei. Oder wir sehen uns im Loft. TXX. Sorry, Tony, aber ich habe keine Zeit. Ich muss jetzt hier diesen Gringo töten. Aussteigen, los! Steig aus! Stirb! Stirb! Ja, 300 Abonnenten sind erreicht und ich möchte mich ganz herzlich von meiner Seite aus herzlich bedanken für 300 Abonnenten. Wirklich. Ihr seid, manche Abonnenten sind wirklich durch dick und dünn gegangen, auch wenn es mir mal wirklich schlecht ging. Ihr habt mir wirklich zur Seite gestanden. Und, oh, ich muss meine Fahrt leider beenden, weil ich etwas entdeckt habe. Yo, Bro, was läuft, Mann? Hey! Hey, yo, Bro, Mann, was läuft, Mann? Hey, Mann! Hey, was hast du für eine geile Waffe am Start hier? Was ist das, eine M4 oder was? Hä? Was ist das Problem? Hey, yo, yo, Bro. Hey, yo, Bro, man. Bro. Yo, gib mir deine Waffe, ey. Hey, gib mir deine Waffe. Gib mir deine Waffe, ey, yo. Yo, Mann, gib mir deine Waffe. Yo, Mann, ich mach keinen Spaß, ey, yo. Yo, yo, wow, wow, wow. Yo. Okay. Du willst mir deine Waffe nicht? Yo, yo, epic fail. Nein, der Taxifahrer hat mich nach vorne geschubst und dadurch bin ich gestorben. Blöder Taxifahrer, Mann. Ja, ich weiß noch, als ich mit YouTube angefangen habe, wisst ihr eigentlich, was das erste war, was ich hochgeladen habe? Das war, glaube ich, eine Eidechse aus meinem Heimatdörfchen. Sozusagen habe ich diese Eidechse gefilmt, dann beim Kochinternat. Kann ich jetzt auch mal sagen, wo das war? Das war in Villingen. Villingen, ja, Villingen-Schwenningen heißt das ganze Ding. Dort war ich drauf und habe eben gekocht und habe da auch mein erstes YouTube-Video gemacht. Ja, besser gesagt, was heißt erstes YouTube-Video? Ich habe mit Twitter-Videos angefangen, ganz viele Twitter-Videos gemacht, die Profile kommentiert, aber habe dann gleich mal Probleme im Urheberrecht bekommen. Oh, aber ich habe gerade was entdeckt, was mich interessiert. Und euch bestimmt auch, das da vorne. Machen wir mal so, als ob wir ihn nicht sehen würden. Oh, ich hab euch ja umgefahren. Das tut mir aber leid. Ich hoffe, es geht euch gut. Soll ich mal euer Geld nehmen? Ich bring das euch wieder. Danke, wo ist jetzt die geile Karre? Jo, so sieht's gut aus. Und dann machen wir jetzt einen Basejump. Wenn das funktionieren tut. Ach nein, warte mal. Wir müssen nämlich zum Rotterdam Tower, um einen Basejump zu machen. Ohne Fallschirm. Ihr habt richtig gehört. Ein Basejump ohne Fallschirm. Ihr könnt wirklich gespannt sein, was jetzt gleich passieren wird. Ich muss euch noch was sagen. Ich war nämlich vorhin wieder mal in einer kleinen Lobby. In einer sogenannten Hacker-Lobby und ihr glaubt gar nicht, was ich da entdeckt habe. Ja, tatsächlich Pferde. Pferde in der Hacker-Lobby. Also ich war wirklich schockiert, als ich das gesehen habe. Nur das Problem, ich konnte es nicht aufnehmen, weil mein Headset ja abgekackt ist. Ich habe das zwar aufgenommen, aber meine Stimme wurde doppelt aufgenommen und somit konnte ich das natürlich nicht hochladen. Blöde Sache, aber ich fand es richtig lustig. Vielleicht treffe ich irgendwann mal wieder so eine kleine Lobby. Da ist Toni und da ist auch, glaube ich, ein Laden. Gucken wir mal, ob wir da reinkommen in diesen Laden. Der Laden ist zu, da kommen wir nicht rein. Aber da vorne ist nämlich der Rotterdam Tower. Schönes Gebäude. Sind wir gleich da, da ist immer schon 5 Sekündchen. Fahren wir da mal mit voller Karacho nach oben. Jetzt muss ich aber erst einmal gucken, wo es eigentlich hochgeht hier.
Weil das Fallschirm-Missionchen ist noch nicht freigeschaltet. Somit kann ich nicht einfach hier auf so ein Gebäude hoch und dann ist gut. Sondern da müssen wir jetzt uns ein bisschen anstrengen. So, gucken wir mal. Vielleicht können wir hier durchfahren durch die Menschenmasse. Und da vorne müsste es dann sein. Komisch. Eigentlich müsste man da hochkommen. Vielleicht... Nee, warte mal. Wo war das denn? Das muss hier irgendwo sein. Weil ich weiß, dass man hoch kann. Das funktioniert nämlich hier. Ja, ja, das funktioniert. Wenn nicht hier, dann da. Genau. So. Da müssen wir rein. Und da geht's nicht rein. Problem, Bullen sind am Start und ich weiß nicht, was ich tun soll. Aber keine Probleme, ich habe noch eine Knarre am Start. Ach, da oben ist das Symbol. Ach, ich habe das gar nicht gesehen, Leute. Ah, Mist. Es hilft nur noch eins, jetzt müssen wir ganz schnell nach vorne und da hoch. Und haben es tatsächlich noch geschafft, sicher hochzukommen. Hätte ich nicht gedacht, dass wir das jetzt noch schaffen. Also hier ist kein guter Ort, um runterzuspringen. Um das Video zu beenden. Zack! Noch die Möwe abknallen. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht... Also ich müsste meinen, wenn wir jetzt nach vorne springen, müssten wir eigentlich einen Basejump machen können. Ach, Mann, dieser deutsche Tourist hat mich nach unten geworfen. Ja, hier ist optimal. Also Leute, ich sage ciao. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war mein persönliches 300-Abonnenten-Spezial. Hau rein. Jo, danke fürs Zuschauen und ich hoffe noch auf eine weitere schöne Zeit miteinander. Haut rein. Euer YouTube-Gamescom auf der PlayStation 3. So. Nacht ist es geworden.